Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr euch Pastor Himayas großartige Botschaft angesehen habt. Und danke, dass ihr heute bei uns seid. Wir gehen jetzt zu einem Thema über, das viele von euch interessiert. Außerdem habe ich die ganze Familie hier, denn sie sind auch alle daran interessiert. Also willkommen, Familie, während wir mit Dr. Sherry Tenpenny sprechen. Dr. Tenpenny, sind Sie da? Das bin ich, hallo. Hey, danke, dass Sie heute bei Daystar sind. Ich habe viele Ihrer Videos gesehen und viele unserer Zuschauer schickten mir Ihre Videos und sie sagten, Joni, du solltest Dr. Tenpenny einladen. Und eine der Personen, die Dr. Tenpenny erwähnt hat, ist deine Mutter, Jonathan. Catherine Weiss hat viele Ihrer Videos gesehen. Aber für unser heutiges Publikum, Daystar erreicht jedes Land der Welt in ganz Amerika. Würden Sie uns bitte einen kurzen Überblick vermitteln, wer Sie sind und ein wenig über Ihre Qualifikationen, um über Covid-19 zu sprechen? Gerne und vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Das ist es wirklich. Also mein Hintergrund. In meiner ersten Karriere sozusagen war ich in der Notfallmedizin. Ich war zertifizierte Notfallärztin und Leiterin eines Traumazentrums der Stufe 2 für fast 12 Jahre. Ich zog 1996 nach Cleveland, um meine ganzheitliche Praxis zu eröffnen. Im September 2000 ging ich zum Treffen des Nationalen Impfinformationszentrums in Washington D.C. Es war ein Flyer, der mit der Post kam und wochenlang auf meinem Küchentisch lag und ich konnte ihn einfach nicht wegwerfen. Ich war damals Single und ich dachte, naja, da muss es doch jemanden geben, den ich treffen soll. Und wie sich herausstellte, war es nicht jemand, sondern etwas. Ich ging hin und verbrachte 4 Tage auf diesem Treffen und als ich nach Hause kam, fragte ich mich, wie um alles in der Welt ich das verpassen konnte. Ich bin in einer chiropraktischen Familie aufgewachsen. Mein Großvater, mein Vater, 3 Onkel und 2 Cousins waren Chiropraktiker. Das ist der Grund, warum ich Osteopathin werden wollte. Weil ich das in meinem Repertoire der Muskel- und Skelettmedizin haben wollte. Und nachdem ich von diesem Treffen zurückkam, fand ich, dass ich mir das wohl ansehen sollte. Nun, ich begann mit den CDC-Dokumenten, der allgemeinen Impfempfehlung mit der Version von 1998. Sie bringen alle paar Jahre eine heraus. Nachdem ich es gelesen hatte, dachte ich, das kann es nicht sein. Das kann unmöglich das sein, worauf diese ganze Industrie aufgebaut ist. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr lesen. Und so wurden aus diesem ein bisschen mehr lesen mehr als 20 Jahre, genau genommen 21 Jahre und weit mehr als 40.000 Stunden persönlicher Forschung, die ich bei der Untersuchung von Problemen im Zusammenhang mit Impfstoffen verbracht habe. Als Arzt wird uns erklärt, Impfstoffe sind sicher, sie sind wirksam, sie verhindern, dass man krank wird, sie sind harmlos und absolut notwendig. Doch nach 20 Jahren Studium und über 40.000 Stunden Forschung kann ich ehrlich sagen, dass keine dieser Prämissen wahr ist. Dr. Tenpenny, wir machten bereits Sendungen mit Robert Kennedy Jr., der Big Tree und anderen bedeutenden Ärzten, die über einige der Informationen sprachen, die wir benötigen, um über Impfstoffe informiert zu sein. Ich möchte, dass Sie speziell auf den Covid-19-Impfstoff eingehen und vielleicht ein wenig über die mRNA sprechen, denn viele Leute realisieren nicht, dass beide Impfstoffe, die sie verwenden, experimentell sind und mRNA enthalten. Bitte gehen Sie auch auf den Johnson & Johnson-Impfstoff ein. Wie gesagt, wir sagen den Leuten nicht, was sie tun sollen. Sie müssen tun, was sie für nötig halten. Wir versuchen, Informationen und die Wahrheit zu geben. Mein einziger Wunsch ist, den Menschen zu helfen. Soweit ich weiß, geht es ihnen auch so. Ich bezahle sie nicht, sie bezahlen mich nicht. Es gibt keine Pharmaindustrie hinter uns. Wir teilen einfach die Wahrheit, vor allem mit unserem Publikum. Und viele sind Christen, genau wie Sie. Ja nun, es ist ein wirklich wichtiges Thema, das derzeit in aller Munde ist.